Moin, willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Rocco eine Baureihe 218 aus, die 460-4. Das ist die Conny von der WFL, die Westfalenbahn. Ja. Die Artikelnummer der Lok ist 78763. Ja. So. Okay, das ist nichts Besonderes. So. So. Diese Lok hat die Dieseltraktion in ganz Deutschland unterstützt gehabt, war auch im Allgäu unterwegs und überall. Also ich weiß jetzt nur Allgäu, aber ich weiß von anderen, dass es also in ganz Deutschland gewesen sein müsste. Natürlich 2021. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, aber ich denke mal nicht. So. Okay, hier ist noch so eine Information drin gestanden. Hier sind die CVs in mehreren Sprachen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das machen muss. Es ist vielleicht nur zum Programmieren, weil die da irgendwas verändert haben. Keine Ahnung. Ja, lassen wir einfach jetzt mal so stehen. Sehen wir dann, wann sie anmelden. So, dann gibt es noch hier Zugriffsteile. Kupplung gibt es auch noch dazu, aber die benutzen wir nicht. Ja. So, das kommt wieder hier hin. So. Okay, da ist er ja schon. Ja, die Kupplung wechseln wird etwas schwierig, also man muss diese wahrscheinlich mit Gewalt rausreißen. Besser ist es nämlich, wenn man die Laschen hier zusammendrücken kann mit einer Zange oder so und dann die Kupplung leicht rausziehen kann. Ist hier sehr wahrscheinlich nicht gegeben, so wie ich sehe. Ja. Westfalenbahn. Nee, Westfrankenbahn. Entschuldigung. So, Conny. Kupplung ist auf beiden Seiten. Bei ESO ist es ja immer nur hinten. Ja. Schön, drei Achsen sind angetrieben. Die nicht. Aber ja, ist sehr gut.
Ja, ich glaube, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und in den nächsten Wochen werden wir diese locker vorstellen mit den allen Funktionen und allem. Ja, freut euch da schon drauf. Und dann kommen auch noch andere Videos die nächsten Tage. Ciao.